Bei mir zu Gast ist jetzt der FPÖ-Nationalratsabgeordnete und Fraktionsführer im Untersuchungsausschuss, Christian Hafenecker. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Füllner. Herr Hafenecker, Sie nehmen gleich mit mehreren parlamentarischen Anfragen derzeit den Bundeskanzler und auch seine Ehefrau ins Visier. Worum geht es denn da genau? Ja, also es geht ein bisschen darum, dass im Zuge der Cobra-Libre-Affäre, wie ich immer wieder sage, dass es da einige Ungereimtheiten gibt und man einfach den Eindruck gewinnen muss, dass der Herr Bundeskanzler auch in seinem aufgeregten Medienstatement letzte Woche nicht ganz der Wahrheit erzählt. Da diskutieren mittlerweile, ich glaube, 4 oder 5 verschiedene Versionen der Geschichte, was sich da im Hause Nehammer zugetragen haben soll mit den betrunkenen Personenschützern. Und ich denke mal, das ist schon etwas, was einem etwas ratlos zurücklässt, wenn ein Bundeskanzler da dreimal die Geschichte ändern muss oder über irgendwelche befreundeten Medien andere Geschichten ausrichten lässt. Weil als erster Mann der Regierung sollte man natürlich schon ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit haben und deswegen haben wir uns das einmal genau angeschaut, was da eigentlich genau Sache ist. Und das möchte ich vielleicht auch noch vorausschicken. Mir geht es jetzt nicht um die Person der Frau Nehammer oder sonst was, sondern mir geht es nur darum, dass im Bundeskanzleramt einfach auch Transparenz gemacht gehört, wer dort die Medienarbeit führt, wer dort medienstrategische Entscheidungen trifft und wer schlussendlich auch in welche Akten einsehen kann. Das ist also im Großen und Ganzen jetzt einmal der Bogen, den wir spannen, nicht zuletzt natürlich auch das Auftauchen des ehemaligen Bild-Chefredakteurs Diekmann, der jetzt rund um den Bundeskanzler plötzlich auftaucht und überall mit dabei ist. Also wir wollen einfach wissen, in welchen Konstellationen wird hier gearbeitet und das ist im Wesentlichen auch das, was in den Anfragen drinnen steht. Bleiben wir vielleicht noch kurz bei der Cobra-Affäre oder wie Sie es nennen, Cobra-Libre-Affäre. Was konkret wollen Sie denn da jetzt wissen vom Bundeskanzler? Weil Sie haben ja eh gesagt, mittlerweile gibt es glaube ich 4 oder 5 Versionen schon. Man hatte das Gefühl, eigentlich ist alles gesagt oder sind Sie der Meinung, es ist eben noch nicht alles gesagt und es gibt gewisse Dinge, die dann noch immer im Unklaren sind? Ja, aus meiner Sicht ist noch nicht alles gesagt. Wie wir wissen, gibt es jetzt auch schon die Ermittlungen gegen einen offenbar Cobra-Beamten oder möglicherweise auch gegen den Herrn Treibenreif, wo einmal der Sache nachgegangen wird, ob es hier vielleicht Amtsmissbrauch gegeben hat. Und das ist ja auch eine Frage, die wir von Anfang an gestellt haben, denn meine Informationen, die ich von Beginn weg hatte, waren die, dass man also nicht nur zuerst den Unfall verursacht hat, sondern versucht hat, das Ganze zu vereiteln, dann den Dienstschluss ja irgendwie verschoben hat, was an sich schon irgendwie eigenartig ist, denn immer wenn man am Dienstwagen sitzt, ist man im Dienst, egal wann die Dienstzeit endet, das muss man nach dem österreichischen Beamtendienstrecht auch einmal klar so sagen. Und dann soll es ja noch eine Reihe von anderen Geschichten rund um diesen Vorfall gegeben haben, nämlich, dass zum Beispiel das kaputte Auto der Cobra vorerst einmal in der Meidlinger Kaserne versteckt worden ist, um es den Augen der Öffentlichkeit zu entziehen. Dass man dann mit einem Lastwagen versucht hat oder vielleicht es auch umgesetzt hat, dieses Auto aus der Meidlinger Kaserne hinaus zu befördern. Ich meine, das sind ja alles filmreife Szenen. Mir fehlt ja nur mehr dann die Schrottpresse, wo das Auto dann gleich reingekommen ist. Das erinnert ja an schlechte Hollywood-Filme im Prinzip, was man da alles abgehalten hat. So, dann ging es weiter. Dann soll es im Zusammenhang mit der polizeilichen Aufklärung des Unfalls dazu gekommen sein, dass sogar die Wega hinzugezogen worden ist, um die Cobra-Beamten zu beruhigen. Und alles das sind Vorwürfe, die noch immer im Raum stehen und wo es natürlich ein beharrliches Schweigen gibt. Und eines muss ich Ihnen schon auch sagen in dem Zusammenhang, am lautesten schweigt aus meiner Sicht der Herr Innenminister. Der hat zumindest, habe ich noch nichts Dezidiertes darüber gehört, der hat dazu noch nichts gesagt. Und ich denke mir, wenn ein Vorfall mit so einer Tragweite stattfindet in der Polizei im Innenministerium, dann ist es hundertprozentige Geschichte, wo auch das Telefon des Innenministers läutet und wo der dort auch Entscheidungen treffen muss. Also warum der Herr Kahner da in Deckung ist, weiß ich nicht. Möglicherweise hat man sich in Niederösterreich schon gesagt, na gut, der nächste Abschreibposten innerhalb der ÖVP ist jetzt der Herr Bundeskanzler Nehammer, mit dem setzen wir uns auch nicht mehr gemeinsam ins Auto, weil das ist auch gefährlich, mit dem da jetzt noch zu eng zu kooperieren im Hinblick auf die niederösterreichische Landtagswahl. Ich weiß nicht, möglicherweise hat man Nehammer schon parteiintern fallen lassen. Wird man alles sehen, aber wie gesagt, die Geschichte ist noch längst nicht fertig erzählt. Aus meiner Sicht kann man eine Geschichte dieser Tragweite nur mit Zusammenwirken des ganzen tiefen Staates der ÖVP überhaupt so weit bringen, wie es gekommen ist. Und die Fragen, die da jetzt noch offen sind, die wollen wir geklärt haben und werden wir uns auch entsprechend dahinter klemmen. Der Bundeskanzler hat ja vergangene Woche, als er diese Pressekonferenz gegeben hat, sehr emotional reagiert und gesagt, das ist eine rote Linie, die da überschritten wird. Seine Familie wird da jetzt in die Öffentlichkeit gezerrt, da wird Schmutzwäsche gewaschen und das ist seiner Meinung nach der Tiefpunkt der politischen Auseinandersetzung in Österreich. Wie sehen Sie dieses Statement jetzt mit einer Woche auch Zeit dazwischen?
Schauen Sie, ich kann verstehen, dass man emotional reagiert, wenn es um die Familie geht. Aber wenn man sich diese eigenartige Pressekonferenz, und das war eine PR-Fehlleistung der Sonderklasse aus meiner Sicht, wenn man sich die nochmal vergegenwärtigt, dann sieht man schon eines, dass das der Bundeskanzler selbst gewesen ist, der 100-mal seine Kinder da drinnen erwähnt hat. Ja, das ist doch überhaupt nicht Teil der Diskussion gewesen und das verstehe ich vollkommen. Ich habe selbst 3 Kinder, dass man die nicht in der Öffentlichkeit haben möchte. Ja. Aber nur, dann darf man seine eigenen Kinder auch nicht dazu benutzen, um eine Geschichte so erzählen, wie er es gemacht hat. Also im Prinzip hat er die rote Linie, wenn es die dann gibt, auch selbst übertreten. Das ist das eine. Das andere ist die Geschichte rund um seine Frau. Auch da kann man natürlich darüber streiten, ob man das so breit diskutieren darf. Ich habe erst kürzlich eine Gerichtsverhandlung mit der Frau Nehammer gehabt, wo sie mir gesagt hat, dass sie jetzt Privatperson sei. Sie hat ihren Job gekündigt und sie ist Hausfrau und Mutter und deswegen auch nicht Person öffentlichen Interesses. Aber gerade vor dem Hintergrund ist es dann schon spannend, und das haben wir auch in den Anfragen mit aufgenommen, ist es schon spannend, dass plötzlich ein Bild auftaucht, wo die Frau des Bundeskanzlers in Berlin mit ist, in der Delegation, wo schlussendlich dann auch der Herr Klitschko getroffen worden ist, ist da hinten auf einem Fernsehausschnitt zu sehen. Und dann stellt man die Frage, gut, ist sie jetzt eine Person öffentlichen Interesses oder nicht? Macht sie nicht vielleicht doch die Medienarbeit im Bundeskanzleramt, wie es nämlich schon seit Wochen und Monaten kolportiert wird, oder nicht? Das sind alles Dinge, die man schon wissen muss und vielleicht noch eines zu Frau Nehammer. Und deswegen würde ich sagen, muss man da auch ein bisschen anders damit umgehen, was jetzt den Schutz der Persönlichkeit betrifft. Die Frau Nehammer war es, die mit großem Getöse, ich habe es da irgendwo notiert, mit großem Getöse 1300 Teilungen auf Facebook geklagt hat, wo man dann Beträge zwischen 4.500 und 5.000 Euro verlangt hat. Wenn man das hochrechnet, ja, da wäre das eine Summe von 6,5 Millionen Euro, die sich die Frau Nehammer und ihr Anwalt, der Herr Rami, damals da gerne einverleibt hätten. Wir wissen, dass es zig, vielleicht sogar hunderte Fälle gegeben hat, wo das bereits passiert ist, wo man sich verglichen hat oder wo es zu einer Verurteilung gekommen ist. Das heißt also, wenn jemand überhaupt keine Rücksicht darauf nimmt, ob man jetzt einen Mindestpensionisten hat oder ob man jemanden hat, der einfach arbeitslos ist, ja, und da mit der vollen Kraft drüber fährt, weil er vielleicht einmal unredlich gepostet hat, da sieht man schon, dass diese Frau auch einen Zug zur Öffentlichkeit hat. Sie ist auch als First Lady unter Anführungszeichen immer dabei und deswegen muss man das auch aushalten bis zu einem gewissen Grad. Wie gesagt, sie steht lange genug in der Öffentlichkeit, wir wissen gar nicht genau, was sie jetzt macht und deswegen ist es aus meiner Sicht zulässig. Was das Aufmachen von Sicherheitskonzepten innerhalb einer Anfrage betrifft, da bin ich sogar bei meinem Bundeskanzler, das hat da drinnen nichts verloren. Nichtsdestotrotz soll man nicht eine Nebelgranate mit Kindern und Ehefrau werfen, wenn es tatsächlich um Vorfälle geht, die aufgeklärt werden müssen und wo es aus meiner Sicht auch ein bisschen stinkt. Der guten Ordnung halber, glaube ich, sollte man noch festhalten, die Frau Nehammer hat gesagt, dass sie das Geld, das sie, glaube ich, aus diesen Klagen gewonnen hat, gespendet hat. Das nur noch dazu, aber vielleicht nochmal. Ja, vielleicht können Sie ja mal vorlegen, welche Spenden sie schon weitergeleitet hat. Wäre mal interessant und dann könnte man vor allem auch dieses Argument einmal ausräumen. Bleiben wir vielleicht bei Kathi Nehammer, weil Sie haben ja eine eigene parlamentarische Anfrage jetzt eben zu ihr gestellt. Sie haben es jetzt eh gerade gesagt, zu dieser Berlin-Reise. Jetzt ist es ja an sich nichts Unredliches, dass die Frau des Bundeskanzlers ihn auf einer Berlin-Reise vertritt. Was stört Sie denn daran konkret? Schauen Sie, mir geht es darum, natürlich kann die Frau Nehammer mitfahren und vor allem, wenn sie es auf eigene Kosten macht, überhaupt kein Problem, da stört mich überhaupt nichts dran. Die Frage ist jetzt nur das, da geht es um hochgradige Termine, hochgradig politisch brisante Termine, wo es natürlich auch dazu kommen kann, dass Staatsgeheimnisse besprochen werden miteinander. Ja? Gerade in einer Phase wie einem Ukraine-Konflikt, wo es auch um geheimdienstliche Informationen geht, die hier ausgetauscht werden, wo man sich mit anderen Staats- und Regierungschefs abspricht. Da würde es mich einfach interessieren, wer bei solchen Gesprächen dabei sein kann und wie das eben abgelaufen ist. Und noch einmal, natürlich die Frau Nehammer kann den Herrn Bundeskanzler gerne begleiten, überhaupt kein Thema. Die Frage ist nur, wenn sie bei diesen Gesprächen auch direkt anwesend war, dann müsste es aus meiner Sicht auch eine Sicherheitsüberprüfung geben. Eine Sicherheitsüberprüfung, mit der die ÖVP in der Vergangenheit übrigens immer sehr, sehr schleißig umgegangen ist, denn die Chefin des Thinktanks von Sebastian Kurz, die Frau Dr. May Pochler, wurde zum Beispiel auch nie sicherheitsüberprüft, obwohl sie sogar ELAG-Zugang im Bundeskanzleramt hatte. Das jetzt nur nebenbei. Also auch das wollen wir wissen. Und es geht in dem Fall nicht nur um die Frau Nehammer, sondern eben auch um den vorher besprochenen Kai Diekmann, den ehemaligen Chefredakteur der Bild-Zeitung, der jetzt ja auch irgendwie in diesem ÖVP-Universum angedockt hat. Das ist ja der neue Berater des Bundeskanzlers, der ja definitiv jetzt auch bei den letzten 2 Reisen mit war, nämlich sowohl in Kiew als auch in Russland. Jetzt ist es ja an sich nichts Neues, dass politische Parteien Berater haben. Ich erinnere nur an den berühmten Herrn Steiner, der Sebastian Kurz beraten hat.
auch das ist man ja irgendwie gewohnt, dass Berater, sage ich einmal, im Umfeld von Bundeskanzlern unterwegs sind, oder? Ja, sicher ist man das gewohnt, aber da gilt wiederum die gleiche Frage. Erstens einmal, der Herr Diekmann ist nicht einmal Österreicher, der ist Deutscher bekanntermaßen, gilt wiederum die Frage. In welche sensiblen Bereiche bekommt der Herr Diekmann jetzt Einblick im Bundeskanzleramt? Sie dürfen nicht vergessen, die Geheimdienste laufen im Bundeskanzleramt zusammen, die sind berichtspflichtig dorthin. Es gibt viele brisante Informationen und auch da wiederum die Frage. Erstens, ist er sicherheitsüberprüft? Wie lange macht er das? In welche Bereiche sieht er überhaupt hinein? Das muss man sich mal fragen. Zweitens, was kostet er eigentlich überhaupt? Weil wir wissen, dass der Herr Steiner, glaube ich, damals um die 26.000 Euro im Monat gecasht hat, also mehr als der Bundeskanzler. 33 waren sogar. Bitte, da habe ich ihm fast Unrecht getan jetzt. Also immense Summen. Und jetzt kommt aber für mich ein springender Punkt. Und zwar auch im Zusammenhang mit dem Herrn Diekmann hat man ja schon wieder versucht, irgendwie zu verschleiern und zurückzurudern. Da habe ich gesagt, nein, der ist ja gar nicht im Bundeskanzleramt, der ist jetzt ein Berater der ÖVP. Gut, dann ist er ein Berater der ÖVP. Was hat er dann im Bundeskanzleramt und an der Seite des Bundeskanzlers verloren? Also gerade unter Sebastian Kurz ist der Apparat des Bundeskanzleramtes enorm aufgebläht worden. Ja, gerade was den Pressebereich betrifft und den PR-Bereich. Also da hat man ja Leute eingestellt ohne Ende. Man hat dort eine Heerschar von Leuten, die des Schreibens und Kommunizierens mächtig sind. Also warum muss jetzt die ÖVP sozusagen eine Personalspende für das Bundeskanzleramt machen, um den Herrn Bundeskanzler zu beraten? Die Konstruktion ist genau dasselbe wie bei Sebastian Kurz, denn der von Ihnen erwähnte 33.000 Euro Steiner, auch der wurde damals als Personalspende der ÖVP, zumindest ist er vor dem Untersuchungsausschuss so erklärt worden, dem Bundeskanzleramt überlassen geworden. Aber nichtsdestotrotz, es kann ja sein, dass eine Partei jetzt eine Personalspende macht an den Bundeskanzler und dass dann Leute da drinnen sitzen, die eben nicht sicherheitsüberprüft sind, die dann vielleicht sogar noch einen Zugang zum elektronischen Akt, zum ELAC bekommen und so weiter. Also hier erwarte ich mir Transparenz. Und nochmal, was spricht dagegen, wenn er heute halt einmal einen von den verbliebenen Kurzjüngern dort entfernt und den Herrn Diekmann dort anstellt im Kanzleramt? Auch das wäre doch möglich. Ne? Dann hätten wir zumindest einmal die Möglichkeit, hier transparent vorzugehen und dann bräuchte man schon wieder irgendwelche Konstruktionen machen, ÖVP stellt oder macht Werkvertrag mit Diekmann, stellt dem Herrn Bundeskanzler zur Verfügung und so weiter und so fort. In welchen Vorzeigen sitzt denn der Herr Diekmann dann drinnen als Externer? Der dürfte mit keinem Dienstfahrzeug mitfahren. Bin ich gespannt, ob das in der Wirklichkeit so gelebt wird. Ne? Also alles in allem schon wieder eine unrunde Geschichte und mir fehlt einfach der Glaube, dass sich die ÖVP da jetzt irgendwie wieder auf Transparenz besonnen hat, sondern im Prinzip, was wir hier sehen, ist türkise Machtpolitik der Sonderklasse, es hat sich nichts verändert, es sind vielleicht ein paar Türtafel ausgewechselt worden, aber der Stil, mit dem die ÖVP in diesem Land herrscht und der Stil, mit dem die ÖVP die Bürger in diesem Land hinters Licht führt, ist genau das gleiche wie vorher, wie unter Sebastian Kurz und das wird schlussendlich auch der ÖVP auf den Kopf fallen. Apropos Russland-Reise, wie fällt denn Ihre Bilanz der Reise von Bundeskanzler Nehammer zu Wladimir Putin aus? Naja, also grundsätzlich, wenn Sie mich fragen, warum er da überhaupt hingefahren ist, dann sage ich Ihnen ganz eines, sowohl der Ukraine-Besuch als auch der Russland-Besuch waren aus meiner Sicht Ablenkungsmanöver von der Cobra Libre-Geschichte. Ja. Also der Herr Nehammer hat schon gewusst, dass diese Geschichte sehr brisant ist und dass man hier im Inland eventuell diskutieren würde darüber, aber nur natürlich haben die Besuche in der Ukraine und in Russland einmal dieses Thema vorerst aus den Medien vertrieben, aber wir werden dafür sorgen, dass es wieder zurückkommt, möchte ich auch gleich sagen. Insgesamt ist es natürlich ein diplomatischer Irrsinn gewesen, das auf diese Art und Weise zu machen, denn man muss sich mal eines vor Augen führen. Der Herr Nehammer hat mit Anti-Putin-Rhetorik geglänzt ohne Ende. Ja. Ich weiß nicht, was er in alles bezeichnet hat und hat sich wirklich natürlich massiv auf Seiten der NATO gestellt. Und glauben Sie wirklich, dass der Herr Putin auf den Herrn Nehammer wartet, der ihm da über unsere Medien alles Mögliche ausrichtet, um ihm dann zu sagen, okay, lieber Karl Nehammer, war nur Spaß, wir machen jetzt alles anders und danke, dass du da bist. Nein, also der Herr Bundeskanzler hätte das machen sollen, was die FPÖ von Haus aus gesagt hat. Wir hätten uns darauf besinnen sollen, dass wir ein neutrales Land sind. Man hätte natürlich massive Sachen verurteilen müssen, keine Frage, aber man hätte sich nicht auf eine Seite schlagen dürfen und man hätte damit vor allem eines machen können, weil damit haben wir uns auch aus dem Rennen genommen, man hätte vor allem damit dafür sorgen können, dass Wien zur Verhandlungsstadt geworden wäre für diesen Konflikt. Man hätte, wenn man sich weder auf die Seite der Ukraine noch auf die Seite der Russen geschlagen hätte, tatsächlich glaubhaft neutral argumentieren können und sagen können, gut, bitte, Wien hat eine alte internationale Tradition in Verhandlungen dieser Art.
Wir bieten uns an und hätten damit natürlich auch die Reputation Österreichs in der internationalen Politik und natürlich auch die Reputation Wiens wieder entsprechend heben können. Was jetzt passiert ist, ist, dass man unsere internationale Reputation durch Einseitigkeit komplett beschädigt hat. Das ist passiert. Wir sind nicht mehr Verhandlungsort Nummer 1. Das macht man mittlerweile mal in Istanbul. Das muss man sich auch vorstellen. Ja. Also eigentlich eine Schande, dass das nicht in Wien gelungen ist. Und dann, nachdem man all das zertrümmert hat, glaubt man, dass man nach Russland fahren kann und dort irgendetwas erreicht. Also mich hat es eigentlich gewundert, dass der Herr Putin den Herrn Nehammer überhaupt empfangen hat. Ja, das einmal zum einen und vielleicht auch noch eine Notiz am Rande, weil ich das auch so abartig gefunden habe. Der Herr Nehammer ist ja mit dem Herrn Putin auf einem, angeblich auf einem riesengroßen Tisch gesessen, ja, so ähnlich wie Macron schon vorgeführt worden ist vom Präsident Putin. Auch Nehammer ist das passiert und das war angeblich deswegen der Fall, weil er diesen russischen PCR-Test nicht machen wollte, weil er kein Genmaterial in Russland lassen wollte. So, jetzt muss ich aber ganz ehrlich aber schon eines sagen. Also jemand, der wie der Herr Bundeskanzler Nehammer und seine Freunde in der Bundesregierung die Bevölkerung seit 2 Jahren malträtiert, sich rund um die Uhr testen zu lassen, ja, da nimmt man auch keine Rücksicht darauf, wer wem kein Genmaterial überlassen möchte oder nicht. Ja. Also diese Ausrede halte ich für sehr schwach und im Prinzip, also wenn er in seiner Agenda, die bekanntermaßen nicht unsere ist, oder wenn er in seiner Agenda ein Vorbild sein möchte, hätte er das über sich ergehen lassen müssen. Aber insgesamt, ja, vom PCR-Test bis zum Ergebnis der ganzen Geschichte, würde ich sagen, ja, ein kompletter Fehlschlag. Sie haben es vorher in einem Nebensatz schon angesprochen. Die Ehefrau des Bundeskanzlers hat sie ja geklagt auf Unterlassung. Da geht es, glaube ich, um etwas, was sie damals im Zusammenhang mit der Hygiene Austria, also dieser Maskengeschichte, gesagt haben und ihrer Tätigkeit damals bei einer PR-Agentur. Worum geht es denn konkret bei dieser Klage? Sie haben da ja verloren anscheinend. Ich bin jetzt in der ersten Instanz, habe ich diese, also sie hat mich geklagt, habe ich verloren. Und zwar, es ging im Konkreten darum, dass wir eine Pressekonferenz abgehalten haben, die natürlich politisch bedingt mit dem Fall Hygiene Austria zu tun hatte. Und in diesem Zusammenhang habe ich einfach nur aufgezeigt zeitliche Parallelen. Und zwar wurde bei der Hygiene Austria die Hausdurchsuchung 2-mal verschoben. Gleichzeitig gab es eine PR-Agentur, bei der auch Frau Nehammer gearbeitet hat, die genau die PR für die Hygiene Austria gemacht hat. Dazu kommt noch, dass der jetzige Herr Bundeskanzler damals der Innenminister gewesen ist und natürlich auch von den Ermittlungen in dem Zusammenhang aus meiner Sicht gewusst haben sollte. Und ich habe einfach nur eine zeitliche Tafel aufgestellt, weil ich gesagt habe, das ist interessant. Also auf der einen Seite Verschiebung der Hausdurchsuchung bei der Hygiene Austria, wo man dann ja diese gefälschten Masken gefunden hat. Auf der anderen Seite der Eintritt von der Frau des Bundeskanzlers in diese PR-Agentur. Und da hat sie gesagt, sie war aber nie für die Hygiene Austria abgestellt. Das muss man zur Kenntnis nehmen, das sehe ich auch so. Und dann eben noch die Funktion des Innenministers Nehammer damals. Und dieses zeitliche Diagramm habe ich einfach einmal aufgezeigt und habe gesagt, ja, man muss auch die Frage stellen dürfen politisch, und das ist die Aufgabe des Untersuchungsausschusses, ob es hier vielleicht zu einem Informationsaustausch gekommen ist oder dass man hier vielleicht zumindest die Möglichkeit gehabt hat, Leute vorzuwarnen, ähnlich wie es im Fall Dollner gewesen sein dürfte. Das heißt, also Hausdurchsuchungen werden verraten oder zumindest gezielte Informationen so weitergegeben, dass dann nicht mehr besonders viel rauskommt dabei. Also das war etwas, was ich gesagt habe. Die Richterin hat zwar auf der einen Seite in ihrer Urteilsbegründung wirklich sehr, sehr interessant diesen ÖVP-Nepotismus bei der Entstehung des Unternehmens Hygiene Austria aufgewiesen, also aufgezeigt. Und zwar auf der einen Seite, wie das einmal alles gegründet worden ist, wie die Politik hier eingegriffen hat. Johanna Mikl-Leitner höchstpersönlich hat sogar beschleunigtes Verfahren noch organisiert für die Betriebsstättengenehmigung. Normalerweise braucht man 3 Monate dafür. Das ist in wenigen Tagen vonstatten gegangen aufgrund der Intervention der Landeshauptfrau und so weiter. Dann hat sie auch ein bisschen ein Psychogramm der Bundeskanzlerin gezeichnet, finde ich auch recht interessant in diesem Urteil, wo sie dann schlussendlich als resolute, wehrhafte Frau dargestellt hat. Sie nennen sie schon Bundeskanzlerin, die Gattin des Bundeskanzlers. Vielleicht ist sie es ja auch tatsächlich, nein, das ist jetzt ein Scherz. Nein, aber sie ist resolut, so habe ich es auch festgestellt, dass sie da schon weiß, was sie möchte. Auch das kann man in dem Urteil drinnen lesen. Und die Frage, die zu beurteilen war, war diese Äußerung von mir im Rahmen meiner politischen Tätigkeit oder nicht? Ich glaube nach wie vor, dass es klar nachvollziehbar ist, dass ich diese Frage politisch gestellt habe. Nicht zuletzt auch deswegen, weil der Fall Hygiene Austria im aktuellen ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss auch noch ein Thema sein wird. Und das ist auch der Grund,
Grund, warum ich hier in Berufung gehen werde. Abschließend, Sie haben es jetzt eh angesprochen, der Urschuss ist ja diese Woche auf Osterpause. Wie geht es denn nach Ostern weiter im Korruptionsuntersuchungsausschuss? Ja, also jetzt hören wir mal, es sind wieder einige neue Aktenlieferungen gekommen. Das heißt, über Ostern wird uns nicht fad werden, um sprichwörtlich zu sagen, wir werden uns jetzt in die Akten vergraben und dann geht es im Grunde weiter mit Leuten wieder aus den drei großen Bereichen, die wir ja eh immer im Fokus haben, Innenministerium, Justizministerium und Finanzministerium. Herr Affenecker, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke für die Einladung.